Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon hier in meiner Abo-Box, da gibt es ein neues Pokémon-Video und zwar heißt es Gigantic Max Pokémon are coming to Pokémon Sword and Shield. Und man sieht schon hier, kann ich jetzt zoomen? Ja, man sieht schon hier, angeblich Gigantic Max Mauzi. Und das ist so richtig lang. Ich finde es echt spannend. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin jetzt echt spannend, was sie jetzt hier so. Lass mal liken. Ja, was sie jetzt hier so machen werden. Let's see. Let's go. Okay, das haben wir schon mal entdeckt gehabt. Die sind schon bekannt gegeben. Okay, jetzt kommen neue. Oh shit. Raichu? Pikachu? Lol, einfach Gigantic Pikachu, als ob sie das rausbringen. Okay, also bis jetzt sieht er einfach nur noch ein bisschen dick aus, I guess. Okay, mal schauen, mal schauen. Okay. Also es sieht einfach nur für mich dick aus und mit diesen Schweifs ein bisschen blitzweiß, kinda ish. G-Max Volt Crash. Okay, das ist jetzt der Move, mal schauen. Paralyzes, oha. Not bad. Oh, das können wir auch von Let's Go Pikachu. Ah. Warte, wenn das jetzt Let's Go Pikachu ist, kann es dann sein, dass es Evoli auch kommt? Das wäre sick. Ich glaube, ja, safe call. Oh mein Gott, let's go. Erstmal 5 FPS, aber Evoli mit so einem. Ja, so, Schal. Ich sag mal jetzt einen größeren Schal. Oh, sick. G-Max Cuddle. Ich hab ja Pokémon Let's Go Evoli. Und dann hätte ich mal, also ich hätte halt den bekommen jetzt. Mal schauen, was der da kann. Infiltrated, oha. Nice. Oh, Glurak. Oh mein Gott. Okay, das sieht halt legit sick aus. Holy. Okay, ich muss wirklich sagen, am Anfang fand ich diese Gigantic-Formen so, ich dachte so, ja, es werden die Pokémon nur so größer gemacht, aber jetzt, da sie so auch so eine andere Form kriegen, was ich nicht wusste, sieht es halt richtig geil aus, muss ich sagen. Oh, mit den Flügeln auch. Sieht halt heftig aus. Was ist der Move? Ja, es sieht schon krass aus. Okay, Fire Damage einfach. Smet Bowl, lol, das aus. Okay, einfach andere Flügel. Okay. G-Max Befuddle. Schau, wir haben jetzt auch diesen Surfetched gesehen. Kriegen jetzt alle Pokémon so eine Gigantic Form oder nur so ein paar? Ich weiß es nicht. Aber. Mal schauen. Early Purchase. Okay, mal schauen. Oh shit. Ah, jetzt kommt der Mauzi. Okay. January 15. Kiff dir, wie er aussieht. Lol. Ah, das finde ich einfach nur komplett weird. Like, hä, wieso hat er so. Wieso ist er so. Gigantic. Weird, weird. Oh, Erdbeben oder was? Ein In-Game-Cash-Bonus. Ein In-Game-Cash-Bonus. Du kriegst halt mehr Money davon, okay. Also In-Game halt. Damn. Der sieht komplett weird aus. Aber, ich muss echt sagen, das sind, vor allem Glurak, das ist halt echt geil. Ich finde Evoli, Glurak, Pikachu ist ein bisschen weird, like ein bisschen dicker. Mauzi auch, so, like, dünner und länger und größer. Smetbo war jetzt auch fein. Und wenn wir dann noch, genau, Glurak. Smetbo war hier. Genau, das waren's, ne?
Nee, wohl. Ich muss sagen, es ist schon nice. Also ohne Witz. Ich bin ja auf jeden Fall gehypt. Auf jeden Fall, Leute. Ich wollte nur eine kurze Info wieder noch rausbringen. Über die Gigantic-Formen. Steht hier vielleicht noch was? Klar, Research. Nee. Okay, aber auf jeden Fall, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hau euch in der nächsten Zukunft noch ein paar mehr Updates raus. Auf jeden Fall, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, haut's rein. Ciao.